Den Drop müssen wir noch mitmachen, den Drop machen wir noch mit. So reicht. Reicht. So. Wir gehen hier mal für den Bootstart. Connected. Disconnected. Channel switched. Dieses Game? Null Tode, meine Freunde. Null Tode. Sind wir ehrlich. Auf Kog'Maw nicht sterben. Omega Lul. Sehr unwahrscheinlich. Hallo, hallo. Tag. Das Space Gliding ist angesagt. Ich hab einfach nicht umsonst gepickt. Du musst einfach. NASA Space Gliding. Vibe Cosplay musst du jetzt machen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum da kein Kog'Maw OTP ist. Knoblauchkrieger, wann solltest Support Rom und wann auf der Lane bleiben? Das ist pauschal. Kann man das nicht so einfach beantworten. Simpel gesagt, solltest du Rom, wenn du mit einem Rom mehr bekommst, als wenn du Botlane bist, weißt du? Also, es gibt halt gewisse Windows, da ist es, sag ich mal, offensichtlich gut zu Rom. Wenn zum Beispiel die Wave gerade in den gegnerischen Tower crasht, so. Dann hast du halt Freizeit. Oder wenn die Wave zum Beispiel zu deiner Hälfte gerade pusht. Das kommt aber auch ein bisschen auf die Elo an. Weil wenn du zum Beispiel in Silber deinen Supporter alleine, deinen AD Carry alleine lässt, während die Wave zu ihm pusht, dann ist die Chance hoch, dass er einfach umfallen wird und sich denken wird, Mann, wo ist mein Supporter? Oh, das war nicht gut. Senna noch Flash Spot. Okay. Alpha. Warum nimmt der Urgott mir den Kill weg? Bro. Ja, wir machen die No Passive Challenge quasi. Nicht sterben auf Kog'Maw. Ich überlegte, ob ich irgendwie einen Dorans reinkriege. Das wäre geil gewesen, aber. Bootstart ist zu broken auf Kog'Maw. Ich glaube, Seraphine hat noch Flash. Ich glaube, Seraphine hat nicht geflasht. Ich gehe mal gucken, ob die Krabbe noch ab ist. Ja. Ich habe hier eine Kindred. Ja, Botlane ist aber sehr dick gerade. Ich kann wenig Moon. Ich wünsche euch viel Erfolg da. Bin mir ziemlich sicher, dass die Ashe nicht ganz zufrieden ist mit der Situation. Nee, du, ich glaube, die ist generell mit ihrem Leben auch nicht ganz so zufrieden. Die wirkt sehr unausgeglichen. Können wir das fighten zu zweit? Ja, glaub schon. Komm her. Sieben, ich hab nicht. Ne, ich glaub nicht. Fünf. Nee. War halt trotzdem rough.
Vielleicht, wenn es jetzt hier nochmal rankommt. Ja. Nee, kommt nicht. Ich glaub nicht, das war was. Na gut. Ein Kill mehr. Für uns. Ich muss hier dringend nochmal Base. Ich weiß gar nicht, ob das crasht. Ich glaube, das war gut, dass ich da nochmal die Minions genommen habe. Ja, ich hatte schon gar keinen Bock mehr zu lanen. Ja, vor allem, warum? Ich spiele übel geil. Weiß nicht. Aber wie du schon gesagt hast, die ist nicht ganz ausgeglichen. Ja, wobei ich jetzt. Ich habe sie jetzt auch noch nicht vermisst auf Lane. Ich glaube, der Roam war sogar okay, auch wenn er jetzt nicht geklappt hat. Das ist direkt ein Beispiel für Knoblauchbaguette. Wie hieß er? Ich glaube so. Im Chat. Ich denke mal, dass sie jetzt Vision haben, oder? Nee. Kannst du mal aggressiv reintraden, Tim? Ja, ich bin halt auch aggressiv One-Shot, wenn ich einfach in die reintrade. Glaube ich nicht, ich bin doch da. Gucken. Die haben sehr viel Schiss. Ja, jetzt haben sie hier Vision. Wird sonst einfach in den Blue Buff, glaube ich, rein. Ich weiß nicht mehr, was die Ash denkt. Ich stehe auf der Wave und hitte die Wave nicht. Da steht eine Full HP Minion Wave, die ich nicht auto-tacke. Und sie denkt sich, ich fange jetzt an zu auto-tacken. Kommst du Drake dann nach der Wave? Ich kann die Wave nicht. Wird doch fein, oder? Ja. Die Kindred kommt, glaube ich, nicht. Von daher. Kindred ist in meiner Topside drin. Sam, ich mach das immer unglücklich, wenn Supporter meine Minion-Wave hitten. Das ist wie wenn ich versuche ein Haus zu bauen und da ist die ganze Zeit irgend so ein Obdachloser, der in meine Haustür scheißt. Fühlt sich das an. Der einfach ins Fundament pisst jedes Mal. Da ist ein Red Buff für dich, wenn du magst. Oh. Oh ja, très bien. Wie lange hält denn der? Du meinst, bis der weg ist? Ja. Kannst du, also eine Wave kannst du, glaube ich, noch. Hm? Finden wir es noch heraus. Scheiße. Scheiße, die ist schon unten hier irgendwo. Houston. Oh, oh. Oh, oh, run. Help. Help! Help! Komm, wir helfen dir. Egal. Nein, er hat noch Flash. Komm ich leider nicht mehr raus. Ich will da keinen Mana mehr. It's a tragedy. Ich hab alles versucht, Leute. Ich hab alles versucht. Komm her. Bin quasi schon da. Junge, die flashen alle! Hier ist wieder Botlane. Auf Farm. Ich Level 6. Ich bin so geil, ich bin so geil! Guckst du schon voll da unten, so? Ist gewordet. Aber noch. Revoke, der wird's ab. Ich brauch noch 400 für Rage Blade. E-Wave und die nächste. Kindred top.
ist wirklich immer so weird, so wenig Damage zu machen an der Wave. Einfach 90er Autoticks. Fühlt sich immer so weird an. Jetzt habe ich die Minis gemisst. Jetzt muss ich meinen Pot verkaufen. Aua. It's a disaster. Ja, der Vega, der outperformt hier unseren Victor ganz schön. Der Vega und ich werden noch Freunde werden wahrscheinlich. Vor allem seine Ult und ich. Aber ich bin auch gut im Game. Eine Minute bis Drake. Dann ist die Ash 6, das wäre mal geil zu wissen. Hört einfach auf, meine Minis zu hitten. Oh oh. Uiuiui. Da wurdest du aber ordentlich gepusht. Das Problem ist, wenn man Kindred mit drei Prior Lanes spielt, dann ist es tatsächlich auch ein ziemlich guter Champion. Leider. Ja, die Ash muss jetzt ja einfach mal einen saftigen Arrow hitten, dann haben wir auch wieder Prior. Kindred ist, glaube ich, noch Botside. Ja, aber die ist nicht an ihrem Blue. Very good, very good. Denn auch bei dir oder eher bei Adriana Cecik. Wer ist denn Adriana Cecik? Man hört sich auf jeden Fall nach einem super Streamer an. Ritmo, dieses Game for sure besser, no? Ritmo ist nie besser. Was willst du dann bauen? Also Ragebait ist halt schon sehr broken auf Kogma. Oh, ist das belastend. Der Vega ist schon wieder da. Und ich bin schon wieder tot. Das ist nicht so schön. Nee. Game macht doch tatsächlich so semi viel Spaß. Ich hab uns, das ist kein Problem. Ja, aber ich merke halt, dass. Also, Ivan ist definitiv kein Solo-Q-Champion. Oh, der Arrow ist aber gut hier. Jetzt mal mit dem. Mhm. Wir spielen, maybe. Ach, Mann! Kann man nicht ran, ne? Ah, 400 Gold für mich, sehr gut. Fanflash auf Vega. Ich hab gleich noch Runa. Ich bin wirklich NASA-fett. Ich kann das carry nicht, ziemlich sicher. Ja, darauf verlasse ich mich auch.
Da ist noch ein Red Buff. Ja, ich will hier Botten durchmachen. Ah ne, die sind eh dead. Da komme ich nicht ran. Given freely to those in need. Nicht so hops genommen, oh mein Gott! Ah, ich habe auch meinen. Ich habe hier meinen Attack Champions Only, habe ich nicht geused am ersten Auto-Tag. Ich habe einen Auto-Tag auf dem Minion gemacht, sonst wäre er einfach dead. Also eigentlich hat der Turm mich hops genommen, aber. Ja, hätte ich vorher schon Attack Champions Only angehabt, dann hätte ich ihn gekillt. Das war's mit der No Passive Challenge. Ah. Ah, 16 Minuten durchgehalten, ist doch auch was Schönes. Bacon 30, ja. Kannst du auch den Blue Buff hier haben, wenn du magst. Ja, ich glaube, wir sollten nicht für Drake spielen, wir sollten für Topside erst spielen. Ja, aber was holen wir da oben? Go. Komm zu mir, komm zu mir. Habe ich nicht in Range, Mavet? Nee. Wie viel Range hast du von hier? Die hier hin. Echt so kurz ist es? Mhm. Scheiße. Ich glaube, ich sollte Shieldburg in das Game, oder? Was sagst du, Tom? Oder Titanic? Shieldburg-Schild gegen Vega Gangplank? Schon strong, oder? Wobei Titanic gibt mir eigentlich genauso viel Leben, wie mir Shieldburg shieldet, ne? Das ist eigentlich auch dumm. Daisy, go Daisy! Cover dich mal. Even Shroud wäre, hört sich massiv gut an. Boah, machen die viel Damage, Alter. Oh, Scheiße. Ja, ich hab den Vega wenig gesidestippt. Die ist einfach außen rumgelaufen. Yikes. Ich glaub, also ich Vega, gehe harten Rush. Also der Vega one-shottet mich in einer, den ich dodge. Ich glaube, wenn ich den W dodge, dann überlebe ich seine Q-Ult. Boah, das sieht schon nach richtig fetten Gewitterwolken da hinten aus. Ich habe halt nicht eine Wolke, also nicht eine einzige. Ja, ich weiß, bei euch ist Hitze heute. Bei uns kommen Gewitter. Das ist crazy. Warum spiele ich Cleanse? Das ist ziemlich reportable, wäre hier nicht Cleanse zu spielen. Seraphine Vega? Was soll ich denn sonst spielen? Ja, aber das ist auf jeden Fall noch winnable. Unser Victor ist eigentlich auch ganz gut am Farmen. Ich habe jetzt ein bisschen unnötig gestorben die ganze Zeit. Toplane vielleicht? Du brauchst gerade ein bisschen zu viel, dafür sind die doch etwas zu fett. Der hat jetzt Shadowflame, der Bursche. Vega muft auch hoch. Komm alle. Raus. Ich
Reicht leider nicht ganz, ha? Ja, die Kindle-Cock blockt mich mega. Gehe ich nach Titanic. Ist das ein Riftmaker-Game? Oh, ich hab jetzt auch noch hier, oder? Pretty sure. Enemy killing spree. Das ist eine 150 Gold Shutter in der Vega. Lohnt sich nicht mehr anzuflashen. Oh lol. Der wurde sich einverleibt. Wir bräuchten noch 1000. Ah, ist auf jeden Fall ein guter Fight, dann haben wir das wieder. Bin immer noch strong. Victor ist eigentlich auch decent im Game. Nee. Das war's nicht. Wollen wir Nash sneaken versuchen, maybe? Die Drake machen? Ah, der ist wahrscheinlich One-Shot. Nein. Könnte klappen, ne? Ja. Ey, lass durchziehen. Durch. Flip. Komm. Oh! 60 HP! Ich glaube, da kannst du auf Nummer sicher gehen. Da musst du nicht auf Perfect Smites gehen, Alter. Wenn die GP ult den Stil, dann wäre ich sehr traurig. Okay, huge. Ash ist Alpha. Let's see, Arrow. Ich werde halt so geisteskrank outranged hier gefühlt. Gehen wir Mitte durch, ne? Kann halt echt einfach nicht auf die Gegner raufrennen. Ich glaube, ich warte, bis die oversteppen und die dann anflashen. Ja, wir kriegen einfach zwei Inhibs aus dem Nichts. Oh mein Gott, huge. Wir haben jetzt einfach das Game gewonnen, so random. Hä? Ah, wobei noch ist nicht gewonnen. Was für ein weirdes Game. Wir haben einfach gewonnen jetzt. Wie dumm! Hä? Macht gar keinen Sinn, dieses Game. Oh, wäre ich sauer, wenn ich die Gegner wäre. Oh, wäre ich sauer. Vor einer Minute, legit.